Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und dabei ist heute ein ganz neues Schiff, beziehungsweise eigentlich sogar ein ganz neuer Tech Tree am Start. Denn der panasiatische Zweig ist hier ins Spiel gekommen. Und da habe ich mir mal stellvertretend das Tier 7 Schiff, den Tier 7 Zerstörer Gacha Mada, mal rausgepickt. Einfach mal selber nach dem Replay rausgesucht. Es werden nämlich ehrlicherweise immer weniger Replays eingeschickt, also suche ich dann einfach dementsprechend selber was aus. Und wenn dann doch was eingeschickt wird, dann ist es halt immer eine Bismarck, eine Tierpilz, eine Scharnost oder sowas. Da ein bisschen Abwechslung musste einfach mal sein hier auf dem Kanal und dementsprechend dachte ich mir, ja, Gacha Mada kommt ganz gut. 6er, 7er, 8er Gefecht. Und jetzt schauen wir mal, was er hier leisten kann. Bei 6,1 Kilometer geht er auf. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Hinweis für die Runde im Allgemeinen. Und jetzt will er sich wohl erstmal den C-Cap hier schnappen. Und jetzt gehen wir mal in die richtige Geschwindigkeit. Und wir sehen, er ist hier zwar im Cap, aber da ist auch ein Gegner schon drinnen. Dementsprechend geht es hier für ihn leider nicht weiter mit der Eroberung. Ziemlich wahrscheinlich steht er ebenfalls hinter einer Insel und versucht hier das Ganze für sich einzunehmen. Oh, und da die Feral Guard ganz nah. Schauen wir mal, wie er hier zielt. War jetzt nämlich gerade noch nicht seine Ansicht. So, der hat jetzt hier mal schon mal die Torps gepre-aimed. Aber die waren doch sehr weit daneben. Also da hat er irgendwie sich gedacht, oh ja, er wird schon dementsprechend da in die Richtung fahren. Aber den Gefallen hat er ihm nicht gemacht. Und da hat er auch noch einen dicken 7000er-Hit bekommen. Und die Feral Guard ist in einem Shootout unfassbar stark, also das könnte hier recht schnell schon sein Ende bedeuten. Auf die Torps, da kann er noch lang warten. Noch 1 Minute 20 fast. Aber lustigerweise hat er da die Tierpitz versenken können mit einem fetten Hit. First Blood und Detonation. Wir sehen oben 76.000 Schaden. Also die Torps, die eigentlich meines Erachtens auf die Feral Guard hätte setzen sollen, haben dann die Tierpitz aber mächtig böse rausgenommen. Cooler Move. Muss man erstmal so machen. Ja, und jetzt hat er hier den Spot fast clear und zwei Kills gemacht, beziehungsweise einen Kill bekommen und den anderen hat er so gut als möglich vorbereitet. So kann es weitergehen. Allerdings halt nur nach 3000 HP selber und das nach nicht mal 4 Minuten. Also das ist schon ein dicker Verlust, den er da hinnehmen muss. Er bleibt hier jetzt noch in der Nähe vom Spot, aber geht halt auch nicht weiter rein. Denn natürlich muss er hier weiterhin vorsichtig agieren. Er bleibt auf jeden Fall nach wie vor in der Nähe vom Cap, aber ohne da jetzt zu viel zu riskieren. Man sieht ja ganz gut, hier die Leningrad ist weiterhin offen. Da hält er sich jetzt auch erstmal schön von weg, denn auf der anderen Seite ist auch die Cleveland und die New Mexico recht nahe. Scharnhorst auch mit 7,4 Kilometer auf den C-Cap fahrend. Dahinter kommt eine Tirpitz und eine Miyoko. Also da hat er auf jeden Fall noch genug Schiffe auf seiner Seite, die ihn hier gefährlich werden können. Und so wie er den
Anfangsbattle gesucht hat, so sollte es unbedingt nicht es unbedingt weitermachen. Jetzt ein paar Torps raus Richtung New York. Maschinenboost deaktiviert. Und wir sehen, die Tops, die sind ganz gut unterwegs. Die schauen auch nicht so schlecht aus Richtung New York. Die Distanz ist ganz schnell von denen überbrückt. Ja, und da schlagen sie ein. Drei Stück getroffen. Jeder für so gut 10.000 Damage. Das kann man doch lassen. Einzig und allein die Nachladedauer, die ist auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Von dem Ergebnis bisher schaut es noch einigermaßen ausgeglichen aus. Das Einzige, was sehr ärgerlich ist, dass sein Team schon den Flugzeugträger eingebüßt hat. Gegner hat seinen natürlich noch und sein Team eben nicht mehr. Und das ist ein Support, den will man eigentlich nicht so früh schon missen. Nicht nur wegen dem Schaden, sondern auch ganz viel das Thema Spotting und Unterstützung ist dann natürlich Thema. Er hält sich jetzt gut erstmal raus, ohne da jetzt zu viel zu riskieren. Oh, und da zwei Treffer. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Auch da versenkt die New York. Und jetzt versucht er sich so vielleicht ranzusneaken Richtung gegnerischer Flugzeugträger. Muss man aufpassen. Da von vorne. Da in die Indianapolis, die noch ihn hier kreuzt. Aber er dreht eh schon bei. Und jetzt aktuell sogar sein Team führend mit einem Kill. Allerdings noch die Caps beim Gegner. Die haben da noch hier ihre Vorteile. Aber sowas kann sich einfach sehr, sehr schnell drehen. Also da gibt es jetzt noch keine Probleme, kein Kopfzerbrechen oder sonstiges. An der Stelle, wo es gerade so ein bisschen ruhiger ist, sage ich mal, eine Frage an euch da draußen. Was haltet ihr denn vom panasiatischen Tech Tree? Habt ihr euch den schon selber erspielt? Findet ihr den gut, findet ihr den schlecht? Was sind eure Erfahrungen als Gegner und eben als selbstgespielte Spieler? Selbstgespielte Spieler und wie ihr sie selbst erlebt habt, so macht es vielleicht doch ein bisschen mehr Sinn. Das könnt ihr gerne alles mal in die Kommentare packen, weil ich muss gestehen, bisher bin ich da noch sehr unbedarft. So, jetzt muss er aufpassen. Die Scharnhorst nur noch 6,6 Kilometer weg. Und die Torps wieder mal unterwegs. Wir sehen die Flugzeuge vom Gegner hier. Das heißt, da könnte roundabout der gegnerische Flugzeugträger hier oben sein, weil hier sind keine Schiffe, Wir sind schon sein. Da kommt er schon daher. Da kommt er ihm praktisch entgegen. Jetzt hat er noch die Tirpitz da auf dem Zettel. Aber jetzt sieht er dann den Flugzeugträger und weiß genau. Hoppala! Und da hat er drei Torps auch getroffen. Also das hat mal auch wieder ordentlich gesessen. Also die bringt er alle perfekt ans Ziel. Was hat jetzt. Er ist schon leider weg, aber ich glaube, aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, da ist nicht mehr viel an Hitpoints. Gut, sind ja auch knapp 30.000, die er damit gemacht hat. Also, da kann er gar nicht mehr so viel sein.
Jetzt die Kaiga, der nähert er sich jetzt sehr, sehr nahe. Wartet da jetzt noch 6 Sekunden, bis seine Torps ready sind. Da ist er offen. Jetzt muss er aufpassen. Er smoked auch sofort. Natürlich ist das jetzt scheiße. A, in Anbetracht dessen, dass er den Gegner nicht mehr sieht. Und B, dass der Gegner weiß, wo er ist. So, wir haben gesehen, da ist ein Fächer unterwegs. Ein Fächer besteht aus 5 Torpedos. Also das heißt, alle Torps zu launchen sind 10 Torps dann. Und jetzt will er da wieder weiter weg, denn er denkt sich, jo, jetzt muss er hinter der Insel sein. Da treffen 3 Torps, 193.000 Damage und weiter tickend, denn hier war ein wenig Flutungsschaden, hat aber er hier sofort gegen repariert, denn er wusste, okay, das mache ich nicht lange mit. Und jetzt geht er da auf die Kaiga natürlich noch mit seinen Kanonen weiter drauf. Jetzt ist er bei 199.000. Dann nochmal AP versucht. Da ihr seht, mittlerweile bei 205. Also er kriegt hier noch ein bisschen jetzt was ab von der Kaiga. Jetzt hat er ihn ja noch angezündet. Das schaut gut aus. Den sollte er eigentlich rausnehmen können. Und da hat er es geschafft. Und da sind jetzt aber die Torps unterwegs. Da muss er aufpassen. Da dreht er jetzt schon hart bei Richtung Steuerbord. Aber er kriegt es hier hin. Passt da genauso ab, dass er sich in die Lücke manövriert. Und dementsprechend alles gut. Wir sehen aber oben. Oh, oh, oh. Und die Schüsse von vorne von der Scharnost. Wir sehen oben 5 gegen 5 Schiffe. Entschuldigung. Und der Gegner hat alle Caps. Das ist richtig unschön, denn jetzt hat er sich auch noch A geholt. Er ist hier auch ziemlichst alleine. Sein Team ist da deutlich entfernt von ihm. Da kann jetzt ihm keiner wirklich supporten. Auch Gishanos dürfte jetzt gleich zu sein. Genauso ist es. Auch keine Sicht mehr jetzt darauf. Und das ist jetzt wirklich mittlerweile eine unschöne Situation. Der Gegner zwar in Anführungszeichen mit nur noch 4 Schiffen zu 5, aber dafür alle Caps. Und das soll nicht sein, auch sein Team aktuell nicht wirklich darauf und dran, den Cap zu erobern. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Oh, da hat noch wenigstens ein Torp getroffen, da kann man auch schon mal immer so in etwa ahnen, wo ist denn der Gegner? Jetzt ist er da offen, jetzt muss er weg. Und da kommen die Schüsse. Ja, und das war's für ihn. Da hat er gerade nochmal eine Salve Torps rausballern können. Und schade, schade drum. Mal schauen, wie sich jetzt noch die Rest der Runde entwickelt. Aber das war's leider. Naja, schade.